Hechenpleichner Holz. Höchste Qualität und Präzision seit 1929. Modernste Technik, die Leidenschaft zum Holz und das Wissen aus drei Generationen machen das Sägewerk Hechenpleichner zu dem, was es heute ist. Ein moderner, mittelständischer Betrieb im Herzen des Inntals. Die hohe Qualität unserer Produkte beginnt bereits beim Einkauf des wertvollen Rohstoffes Holz. Wir sind uns unserer Verantwortung für die Region bewusst und verarbeiten in unserem Sägewerk daher vorwiegend Holz aus heimischen Wäldern. Vorrangige Winterschlägerung und naturnahe Waldbewirtschaftung sind für unseren Betrieb Voraussetzung. Hohe Gestaltungsvielfalt und Tragfähigkeit sowie das geringe Gewicht zeichnen das Holz aus. Aufgrund des gut ausgebauten Maschinenparks können Sonderdimensionen perfekt geschnitten werden. Verarbeitet wird hauptsächlich Fichte, Tanne, Lärche, Kiefer und Zirbe. Das Rundholz wird mit unserer modernen Anlage vermessen und nach Qualität, Länge und Dimension sortiert, um für eine möglichst hohe Holzausbeute zu sorgen. Durch die enge Beziehung zu unseren Lieferanten und die genaue Kenntnis der Beschaffenheit der Wälder garantieren wir, dass jeder Kunde genau jene Produktqualität erhält, die er für die Weiterverarbeitung braucht. Die Einschnittlänge kann von 3 bis 12 Meter betragen und Rundholz bis zu einem Durchmesser von 80 cm bearbeitet werden. Die Jahreseinschnittmenge beträgt ca. 40.000 Festmeter. Unsere leistungsfähigen Anlagen garantieren unseren Kunden eine gleichbleibende Qualität. Dafür sorgen wir durch laufende Kontrollen. Aufgrund der hohen Lagerkapazitäten in unserem Schnittholzlager bieten wir im Detailverkauf eine große Palette an verschiedenen Holzwerkstoffen an. Von verschiedensten Massivholzsortimenten über Bau- und Verpackungsware bis hin zu Hobel- und Tischlerware werden in unserem Sägewerk produziert. Aufgrund der guten geografischen Lage, der Lagerkapazität und des eigenen LKWs sind kurze Lieferzeiten garantiert. Das Hackgut wird verladen und in den regionalen Hackschnitzel- und Biomasseheizungen verwertet. Auch die sogenannten Nebenprodukte werden wiederverwertet. Die Säge- und Hobelspäne werden von den umliegenden Landwirten als Einstreu verwendet. Ebenso wird der Rindenmulch für die eigene Biomasseheizung verwendet, womit wiederum die Betriebsgebäude und die Trockenkammern geheizt werden. Der vom Lärchenholz abfallende Rindenmulch ist zur Gartengestaltung gut geeignet und kann ebenfalls in unserem Betrieb erworben werden. Die Sägeblätter werden täglich von unseren Betriebsschlossern gewechselt, im Schärfraum geschliffen und eventuell Reparaturarbeiten durchgeführt. Modernste Technik verbunden mit jahrzehntelanger Erfahrung. Rohstoffe aus nachhaltig wachsenden heimischen Wäldern.